legen den nach hier und gehen den sogenannten Z-Hebel. Früher hat man das Z noch anders geschrieben, da war der Ritter noch so ein Sprint, das war eine schlechte Kindheit gehabt. Ja. So, das kann ich noch mal hier von Halter haben. Ich sehe okay, Heinz. Zum ersten Mal bei der Munich Roll of Honor. Wunderbar. Du hast ja heute auch schon einen Kurs gegeben. Ja. Wie hat dir denn insgesamt bisher der Tag auch schon gefallen? Ich muss sagen, der Tag war sehr gut. Ich finde die Idee sehr gut. Vor allen Dingen, weil man jetzt mal verschiedene Systeme, verschiedene Stile, verschiedene Kampfsportler zusammenbringt. Und dem Grundgedanken, dass wir alles eine Familie sind, sehr nahe kommt. Es gibt immer welche, die sich aus dem Weg gehen und das weiß ich was, das wird man auch bei der nächsten Halle von uns sehen. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist es halt so, es ist ganz egal, aus welchem Kulturbereich das kommt, ob es chinesisch, koreanisch, japanisch ist, wir betreiben alle das Gleiche und bezwecken auch alle das Gleiche. Ja. Mit unterschiedlichen Wegen und deswegen finde ich so eine Veranstaltung sehr gut. Okay, das ist ja sag ich mal, relativ neu in Europa. Gibt es ja jetzt erst zum vierten Mal. Wie kommt es, dass du jetzt erst dabei bist? Weil ich im Grunde genommen früher auf diese ganzen Sachen keinen großen Wert gelegt habe, weil ich war für viele Sachen Vorreiter, sei es jetzt Damengradierungen, sei es Titel. Und irgendwann habe ich gesagt, ich brauche nicht irgendwelche Auszeichnungen, weil die Auszeichnungen, Damengrade und Titel, geben ja keine Auskunft über die Qualität des Lehrers. Ja? Und habe mich dann so etwas zurückgehalten. Aber meine Schüler und meine Mitstreiter haben mir dann gesagt, Mensch, jetzt musst du doch mal hin und jetzt musst du das auch mal machen. Ja? Und dann sage ich, okay, mache ich. Ja. Okay. Man wird älter, aber weiser. Und weiser, genau. War denn heute auch schon was dabei, wo du sagst, oh, das habe ich noch neu gelernt heute? Die Frage kann ich sehr schwer beantworten. Man lernt grundsätzlich etwas dazu. Zwar nichts Neues, weil man kann das Rad ja nicht zweimal erfinden. Aber man, ich sag mal jetzt, ich bin 53 Jahre aktiv, da kann man nicht mehr viel Neues dazu lernen. Man kann oder man wird nur an Dinge erinnert, die man lange nicht mehr gemacht hat oder anders gemacht hat. Und man sieht dann natürlich auch, dass man nicht alleine auf dem Weg ist, ja, sondern dass es Leute gibt, die wirklich an sich arbeiten, an dem, was sie machen, arbeiten und dann Ergebnisse erzielen, die man also aus, sag ich mal, nur Sport oder nur aus Büchern und Filmen nicht erzielen kann. Das ist nur die tägliche Arbeit. Okay, und heute Abend bist du natürlich mit dabei bei der Gala doch. Und bei den Awards. Genau, da werden wir dich dann wiedersehen. Ja, prima, ich danke dir. Danke.